rein. Ich wollte gerade was essen, da schaut mich einer an. So ein böser Blick, dass ich nicht mehr kann. Ich steh auf Brot. Sie steht auf Brot. Ich steh auf Brot. Macht was. Ich steh auf Brot. Herzhaftes Brot. Und ich steh auf Brot. Ganz ohne Schrot. Ja, so ein Brot. Macht Wangen rot. Brot, 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 Brot. Ja, ja. Ha. Endlich ist da einer, der wirkt ganz normal. Geht mit mir auf ein Steak. Guter Einfall. Ich esse ganz gemütlich, während ich es sehe. Er haut sich nur das Fleisch rein, was ich nicht verstehe. Ich steh auf Brot. Sie steht auf Brot. Ja, 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 ich steh auf Brot. Macht Wangen rot. Brot, Brot, Brot. Herzhaftes Brot. Und helles. Ich steh auf Brot. Ganz helles, dunkles Roggenbrot, Dinkelbrot, ganz egal, Hauptsache Brot. Ja, ja, Brot. So ein Brot. Hört auf zum Jammern, unsere Bäcker sterben, weil ihr alle selber backt, oder? Ja, scheißegal, Hauptsache es gibt Brot, Brot, Brot. Yeah! Ich stehe auf Brot! Ein Meisterwerk, ein mächtiges Meisterwerk. Als Maler und Grafiker beschäftigt sich Michael bereits seit circa 2015 oder 13, 14 mit dem Phänomen der Planemos. Und wie ich draufgekommen bin, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, was, Planemos? Noch nie was gehört. Naja, ein bisschen was findet man ja dann mal raus, wenn man googelt auch. Planemos sind Planeten, die aus irgendeinem Grund, sei es aus durch eine Kollision mit einem anderen Planeten oder durch unheimliche, unsagbare, unbeschreibliche Kräfte aus der Bahn geschleudert worden sind. Stellen Sie sich vor, die Erde wird aus irgendeinem Grund aus der Bahn geschleudert. Und so sind es viele Planemos, also viele dieser Planeten, die dann die Bahnen, Umlaufbahnen anderer Planeten durchqueren und immer weiter weg von der ehemaligen Lichtquelle driften, in unserem Fall Erde, wäre bloß die Sonne. So, aufgrund des immer weiter entfernten Weges in das Universum driftet der Planet, Planemo, zwischen den Sternen, und dadurch, dass er kaum eine Lichtquelle mehr hat, wird er auch schwer entdeckt. Ich habe dann zwei Jahreszahlen, wann die ersten Planemos entdeckt worden sind. Welche jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ich habe für mich recherchiert, es war das Jahr 1995, wo man vom verwaisten Planemos spricht. Dann habe ich gelesen, es war 2005. Im Grunde genommen ist es egal, es ist das Werk, es ist das Phänomen, mit dem sich Michael auseinandersetzt. Das Spannende ist, Sie sehen da eigentlich, vielleicht haben Sie das Pitschnickbrot oder das Malnitzerbrot schon entdeckt. Er hat interessanterweise bei seinem Schaffen, bei seinem künstlerischen Schaffen, einen Zusammenhang zwischen den Planemos, den heimatlosen Planeten, und den Brotleiben entdeckt. Und da, das würde mich interessieren, wie es dazu kam, welche Gemeinsamkeiten du da entdeckt hast und welche Schlüsse du daraus ziehst, Michael. Ja, also Planemos gibt es ja Milliarden von Planemos, das weiß man mittlerweile, wie du gesagt hast, also
nicht entdeckt, weil sie keine Lichtquelle haben. Und die Verbindung zwischen Brotleimern und Planemus, eigentlich war es ja fast ein bisschen ein Zufall. Wir organisieren Druckworkshops in Millstatt und da habe ich auch einen Druck, ein Brotleib gedruckt. Und eigentlich, wie der Druck rausgekommen ist, war die Entdeckung, schaut aus wie ein Planet. Durch die zerrissene Oberfläche und verkrustete Oberfläche war die Verbindung da. Also das ist jetzt interessant. Und da habe ich aber auch schon gehört von dem Phänomen der Planemus und habe die Verbindung geschaffen. Heimatlose Planeten und unser Brot auf der Erde hat auch keine Heimat. Sonst würden wir besser umbenannt. Oh, starkes Statement. Geht unter die Haut.